Mich hat eine E-Mail erreicht und zwar, Reini, passt dieses Next Tool Flagship Pro Multitool in ein Toolpocket rein? Und ich muss da sagen, ich habe gar keine Ahnung. Aber weißt was? Wenn du das wissen willst, dann gehst mit mir gemeinsam ins Lager und wir schauen gemeinsam nach. Also, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist mein Lager. Also nicht mein Lager, sondern von meinem Versandpartner von ADMS in Wien. Ja. Und das sind ganz viele Sachen, wie du siehst. Ich bin immer ganz aufgeregt, wenn ich hierher komme und ein bisschen schnüffeln kann, was wir so im Lager haben. Und ich suche jetzt ja, nach den dazugehörigen Toolpockets für das Next Tool. Und ich würde sagen, du begleitest mich. Also wir haben das alles in Hochregalen organisiert. Und ja, das ist einmal die eine Reihe. Wir haben dann auf der anderen Seite auch noch was. Ja, jetzt suche ich die Lagerplätze L... 9M44 und L27. Ja, puh, also jetzt siehst du mal, wie es so an Lagerarbeiter und Lagerarbeiterinnen geht beim Suchen. Ja, und für mich ist jetzt irgendwie wie Weihnachten. So, also das Tool Pocket M ist 9M44, das ist da unten. Schau mal her, da schauen wir gleich einmal rein. Da nehmen wir mal jetzt eins mit und dann werden wir gemeinsam ausprobieren, ob das reinpasst. Und? Wir haben natürlich auch aufgepasst, also die Freunde von ADMS schauen immer genau, dass die Farben und auch die Größen nicht nebeneinander liegen, weil dann könnte vielleicht ein Fehler passieren. Ja, und jetzt müssen wir zum nächsten schauen. Ja, dann 9L27, das ist jetzt das Tool Pocket in M und da glaube ich, das ist viel zu groß für das Multitool, aber das werden wir gleich sehen. Na gut, dann fangen wir mal mit dem S an und ich habe das... Ja, absolut unterschätzt. Also in das S passt es überhaupt nicht rein. Leider. Schauen wir uns das M an. Da geht es rein. Ich habe schon nachgeschaut vorher, ist eh ganz klar. Das geht sich gut aus. Schau mal her. Alles in bester Ordnung. Jedoch bin ich jetzt gespannt. Schau mal her. Der Verschluss, das ist nicht ideal. Schau her, weil selbst wenn ich den Verschluss jetzt ganz nach unten ziehe. Gerade so. Kommst aber dann nur relativ schwer rein. Also ich muss sagen, ja, das Tool Pocket ist für unser Next Tool irgendwie nicht so ganz geeignet. Aber die positive Nachricht ist, beim Next Tool ist sowieso standardmäßig, zumindest wenn du es bei mir kaufst, ja, ein Taschall mit dabei. Das ist wie gemacht dafür, ja, weil es dafür gemacht ist, schon her. Und das passt dann ideal. Hat auch eine Moller-kompatible Schlaufe. Kannst das auch mit dem D-Ring fixieren, wenn er das lieber ist. Ja, so schaut's aus. Gut, also. Jetzt habe ich zwei Fliegen mit einem Streich gemacht, nämlich einerseits die Frage beantwortet wegen dem Next Tool, weil das erreicht uns immer und immer wieder. Wenn du das Video noch nicht kennst zu diesem Tool, gebe ich da oben beim i den Link, schau dir das einmal an. Ja, und weil ich auch immer wieder gefragt wird, Heini, geh einmal durch dein Lager, das habe ich jetzt auch ein bisschen gemacht. Wenn dir das gefallen hat, dann lass dem Video einen Daumen nach oben da oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten findest du im Shop. Abo dalassen, da geht's zum Next Tool, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann, bis bald und ciao.